Bevor wir zu Manu und seiner tollkühnen Crew gehen, will ich nochmal kurz hier nachhaken bei denen hier, ob die noch irgendwas erzählen. Aber warum ist die Sprechblase eigentlich so weit unten daneben? Ist da ein Geist? Erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider. Er will uns belästigen. Guck weg. Jetzt kehrt er uns hier wieder. Guten Tag. Hallo? Lara. Danke, dass du Isabella gefunden hast. Oh, gern geschehen. Sie hatte recht. Da war eine versteckte Krypta. Ja, sie hatte recht. Und Manu auch. Wenn sie sich erholt hat, untersuchen wir die Ruine. Gemeinsam. Zu finden gibt's dabei nichts mehr. Ich glaube, das soll ihr gelten, oder? Und sie hat, nee, hat nichts Eigenes, aber... Isabella, geht es dir besser? Du hast nicht gesagt, dass du Lara Croft bist. Ich... Freut mich, dich kennenzulernen und nochmals danke für deine Hilfe. Wir werden diesen Ort erkunden und rausfinden, was die Steingesichter bedeuten. Und Manu hatte recht mit der Krypta. Was da draußen wohl noch alles ist. Ich kann's kaum erwarten, es rauszufinden. Ja, da ist noch genug da draußen in der ganzen Welt, nicht bloß hier. Es gibt noch so viele Gräber, die wir mit Lara erkunden können. Aber... Alles zu seinem Abenteuer, jetzt erstmal dieses hier. Und wir erzählen, was wir gesehen haben, dem blinden Manu. Wo war ich? Dieser Dschungel verbirgt viele Orte. Tja. Hoffentlich hast du deine Tanzschuhe poliert, Manu. Ich war bei der Ruine. Maya. Ein alter Aquädukt. Es war wunderbar. Wie du gesagt hast. Ich wusste, du schaffst es! Jetzt erzähl mir alles. Die Ruine war wegen des Bebens überflutet. Ich schwamm durch Tunnel voller Aale und Piranhas. Weiter. Ich habe eine große Höhle gefunden. Und einen Steinturm, in den riesige Köpfe gemeißelt waren. Die Herren von Xibalba, oder? Unglaublich. Was noch? Es muss eine Art Aquädukt gewesen sein. Und das Unglaubliche ist, dass der Großteil davon immer noch funktioniert. 5 Meter hohe Wasserräder drehen sich gleichmäßig, wie am ersten Tag. Es war ganz erstaunlich, Manu. Diese Nähe zur Geschichte, wo jahrhundertelang niemand gewesen ist. Ich sehe sie. Ich rieche, spüre, schmecke sie. Du hast einem alten Mann Tränen geschenkt. Ich kann dir nicht genug danken. Ich möchte dir etwas geben. Manu, ich kann nicht. Ich bestehe darauf. Es ist meine erste Reliquie. Wunderschön und detailliert. Ein verzierter Schädel. Jemand, der genauso leidenschaftlich auf Erkundung geht wie ich früher, soll ihn bekommen. Lass dir niemals von jemandem deine Neugier und dein Staunen nehmen. Niemals. Danke, Manu. Die Worte erinnern gerade etwas an den Blutsband der DLC. Halt, ich muss noch drücken. Die Jade und anderen Edelsteine sind mit einem Klebstoff aus Harz und gemahlenen Knochen an den Zähnen befestigt. Für die erforderlichen Vertiefungen wurde vermutlich ein primitiver, möglicherweise aus Obsidian gefertigter Bohrer verwendet. Ich hätte es beinahe verpasst, hier Tab zu drücken. Ja, wunderschön. Zumal wir noch nicht genug Schädel haben. Knochenzähne befertigt wieder. Vertiefungen vermutlich. Die Vertiefung hier, oder? Weil das ist ja... Fasst euch mal in den Kopf, da ist... Na, wobei. Na, ist schon die Schläfe, aber da geht's ja nicht so rein. Sieht aber auch nicht groß. Na, doch, das hier schon. Ist auch interessant, dass da überhaupt gar kein Durchkommen ist. Soll das Knochen sein? Dann müssen ja zumindest irgendwie mal die Sehnerven durchkommen. Für die erforderlichen Vertiefungen wurde vermutlich ein primitiver, möglicherweise aus Obsidian gefertigter Bohrer verwendet. Oder die Vertiefungen darin. Die Jade und andere Edelsteine sind mit einem Klebstoff aus Harz und gemahlenen Knochen an den Zehen befestigt. Oh,
okay, dann meint sie auf jeden Fall die Zähne. Dennoch ist er auf beiden Seiten gleichmäßig. Ich muss mal nach der Aufnahmesession etwas im Internet gucken. Ein paar Schädelknochen untersuchen. Mysterien der Mission. Mission abgeschlossen. Jetzt bleibt uns nur noch die eine Nebenmission mit dem Meisterbogen und das wäre es dann. Was ich mich gerade frage, was ist denn hier das Übernatürliche? Im 2013er haben wir die Sturmwache als Gegenspieler gehabt. Abgesehen von den menschlichen, natürlichen Gegenspielern. Im letzten Teil. Also wer das nicht hören will, hätte ich eigentlich vorm 2013er sagen sollen, wer das Spiel noch nicht gespielt hat. Also dann zumindest bei Rise of the Tomb Raider. Dann hört jetzt mal kurz weg, wenn... Nee, jetzt noch nicht. Auch gut. Wenn ich... Ach. Das ist gerade schlecht. Wenn ich davon erzähle... Ich kann immer so sagen, ich versuche mich mal kurz zu fassen. Wenn ich jetzt sage, dann könnt ihr mal für 10 Sekunden weghören und hinschauen könnt ihr. Oder machen wir es anders, weil ich ja nichts zeigen, sondern bloß was ansprechen will. Wenn ihr wieder gucken könnt mit euren Öhrchen, dann mache ich den hier. Also im 2013er, jetzt könnt ihr weghören, gab es ja die Sturmwache. Und im 2016er gab es ja die Unsterblichen. Was wird uns in diesem Ableger begegnen, wenn überhaupt? Weil wir haben ja noch gar nichts gehört. Die Exil, die sehe ich gar nicht als übernatürlich, denn alles ich kann voll. Ich kann nicht mehr tragen. Durchaus vorstellen, dass... Was heißt vorstellen? Ich gehe sogar davon aus, dass es irgendwo auf dem Planeten solche Lebewesen, die auch Menschen sind, die so leben wie die Yaxil, die Ureingeborenen, sage ich jetzt mal. Ganz sicher sogar. Gut, aber wir müssen schnell reisen, wir sind ja hier fertig. Moment. Ich will nochmal kurz gucken. Ein, okay. Das LMG haben wir noch dabei, ne? Das will ich jetzt nämlich ausprobieren. Ein LMG, genau. Wenn Lara da steht, wie sie guckt. Relikte 8 von 9. 78% abgeschlossen. Das gucken wir uns jetzt nicht an, wie die einzelnen Prozente sind. Wir wollen zurück zur verborgenen Stadt. Das ist sie nicht. Das war hier. Da ist ja auch schon das Missionssymbol. Dann gehen wir gleich zu dem Basislager. 65% nur. Das ist auch ein Riesengebiet. Das habe ich noch nicht. Oh, eine Mission ist noch. Na, die hier. Herausforderung geschafft, nur eine von 6. Naja, Schatztruhe noch gar keine. Dietriche, ich muss nochmal hoch zu Pisco. Krypta 3 von 5 nur. Okay. Relikte, Dokumente und Gemälde. Überlebensverstecke, Monolith. Stimmt, da war ja was oben bei ihm. Mit Dietrichen. Wenn ich hier die Sonnenfinsternis wieder sehe, ich frage mich, was hat es zu bedeuten, dass man auf dem Icon auf dem Desktop eine Mondfinsternis sieht? Einfach das Gegenstück? Der eine Schack und der andere Schack? So ein Jadehaufen. Wo müssen wir jetzt genau hin? Rechts von uns. Ich wollte da durchrollen. Was ich auch interessant finde. Die Sonne steht auch immer wieder mal anders. Ich glaube, je nach Spielfortschritt
Weil einen dynamischen Tag-Nachtwechsel gibt es ja nicht. Ich stand schon mal hier, das habe ich nämlich auch für ein Wort zum Sonntag als Hintergrund verwendet. Für ein Sendeplanbild. Nämlich diese Ecke hier und da hat es richtig schön reingescheint. Meisterbogen, du kommst mit. Dafür habe ich nicht genug Platz. Das ist sehr schlecht. Was? Brandstein? Hier werden Bögen gefertigt. Oh nein, voll. Ein Lama. Wo muss ich denn genau hin? Ist doch in der Höhle. Ich kann nochmal kurz gucken. Gucken will ich nämlich. Was steht denn da eigentlich? Die Wildnis betreten. Achso. Achso, ah ja, genau. Die Nebenmissionen sind ja grün. Das ist Hauptmission. Das ist Etzli. Zum Glück habe ich hier nochmal nachgeschaut. Ich finde das sehr umständlich, sehr hakelig gemacht hier. Dass man hier sich überhaupt nicht bewegen kann. Dass man das nur auf der Karte kann. Und auch hier geht das sowas von blöd, weil sich das immer auf irgendeinem Symbol einfängt. Gut, ich wollte sowieso nochmal zu Pisco. Gucken, ob ich den so einfach finde. Ich gehe einfach mal rüber. Meine Katze Chimi. Die redet auch irgendwas von der Katze. Wir freuen uns, dass wir helfen können. Meisterbogen, wir kommen. Ah ne, da kommen wir gar nicht rüber. Ach, Kacke. Gehe ich jetzt hier unten über die Brücke. Da kann Lara nix, da springt sie einfach und rollt sich ab. Tap, tap, tap. Ich frage mich, soll ich nochmal verkaufen? Was soll ich mir denn von dem Geld kaufen? Ich habe Vorräte. Vorräte? Hi, hallo. Schau, was ich für dich habe. Kann ich wieder so blöd rumquatschen, ja? Was? Nein, ich wollte erst lesen. Die sechs Himmel. Der sechs Himmelmantel. Kantos Stiefel. Und Pfeile. Du nimmst mir. Oh Gott, 66. Oh. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Und hier haben wir 30. Nimm mir ab. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Ich will ganz viel für das Finale haben. Deswegen werde ich jetzt nicht so viel abgeben, aber immerhin etwas. So, dass ich wieder etwas aufnehmen kann. Das finde ich einfach sowas von doof, wenn da Sachen rumliegen und ich die einfach nicht mitnehmen kann. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Holz verkaufe ich auch mal 12. Also, achso. Ich habe 48 verkauft bei den Stoffen. Ich wollte eigentlich 12 überlassen. Naja, Stoffe werden jetzt nicht so wichtig sein. Holz eigentlich auch nicht, finden wir genug. Die Götter sind für uns. Zur Not kaufe ich mir halt Stoff zurück, aber 12 ist auch nicht verkehrt. Federn, gut, wir können auch viel zu viele mitnehmen. Wir können auch sehr viele mitnehmen, da brauche ich jetzt gar nicht so viel. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Ah, da nehme ich jetzt gar nichts weg. Die nehme ich ja eh nicht, deswegen kommt auf jeden Fall mal 15 weg. Die Götter sind für uns. 34, dann 14, 24 weg. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Pilze auch voll. Die Götter sind für uns. Das ist einfach nur Fell. Da kommen mal 17 weg. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Fett, da kommt mal bloß 12 was weg. Das können wir immerhin im Kampf gebrauchen. Bergungsgut verkaufen wir, ich fass es nicht. Ganz wenig. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Schwarzpulver. Gebe ich mal 8 ab. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Auch fast voll. Die Götter sind für uns. Will ich auf jeden Fall behalten? Will ich auf jeden Fall auch behalten? 40.000 Geldstücke. Mögen Goldstücke. Die Götter dich anlächeln. So,
Ah, es nervt mich immer noch, dass ich hier nichts zerklöppeln kann. Der geht ja bei Rainbow Six Siege mehr drauf. An Vasen. Also in diesem Ableger. Unfassbar. So, hier liegt doch auch mal was herum. Hier sind wir nämlich bei dem Basislager, also um diese Ecke hier Holz schon mal. Stoff. Habe ich ja viel zu viel abgegeben. Gleich wieder 3 eingesammelt. Damit haben wir jetzt 15. Da liegt noch mehr Holz. Ich weiß, ich hätte auch den ganzen Kram, den ich jetzt verkauft habe, einfach nicht verkaufen brauchen. Dann hätte ich hier nicht aufsammeln brauchen, aber ich sammle so gerne Sachen. So Sachen, die man einfach gebrauchen kann im Spiel. In Kämpfen. Ich weiß, ich hätte es einfach behalten können, aber das Sammeln an sich, das macht einfach Spaß in dem Sinne. Weil immerhin bekomme ich dafür Gold und wer weiß, wofür wir die Reichtümer noch brauchen können. Ich glaube, ich gehe jetzt schon zu Stück weit nach links. Wenn ich zum Toten möchte. Wobei jetzt noch ein Stück nach links. Er war da drin, ne? Ne, doch hier, okay. Guten Tag. Kollege fällt nicht um, wenn ich ihn anrempel. Habe ich. Gedrückt halten, okay. Haben wir noch gar nicht so gemacht. 10. Oh, kann ich ja gleich wieder verkaufen. Wie kann etwas, das wie ein Flugzeug aussieht, von den Inka stammen? Oh, verstehe. Das sind irgendwelche Insekten. Die Archäologie ist eine diffizile Wissenschaft. Man muss sich in die Denkweise von Menschen und Kulturen hineinversetzen, die schon seit Jahrhunderten tot sind. Menschen interpretieren merkwürdige Phänomene nach dem, was sie kennen. Hätten die Inka Flugzeuge gesehen, hätten sie sie vermutlich für Vögel gehalten. Also sind das hier vielleicht doch keine Insekten. Einige dieser Formen ähneln eher Fischen. Nium, ich sag nur Balu und seine tollkühne Crew. Die Seegans. Sitzt der einfach so im Weg. Und jetzt musste ich weiter in die Richtung, also nach links von uns aus gesehen, ne? Bin ich hier wieder an den Symbolen hänge, ey. Warum ist die Mission jetzt wieder nicht zu sehen? Muss ich erst wieder hier drauf gehen? Ey. Ah. Wieso sehe ich denn das jetzt wieder nicht? Och, das ist sowas von hakelig. Geht mir ziemlich auf den Kranz. Ey. Warum ist das jetzt aber nicht mehr da? Ich finde das so doof, dass man hier nicht rauszoomen kann. Ey, das ist sowas von doof gemacht. Da wird die Hand ganz unruhig, wenn du merkst, du hängst dich ja ständig an so einem Symbol auf, weil du zu nah rankommst. Wobei, hier geht's gerade. Bei den Symbolen, die noch weiß sind, oder? Da lockt er sich ein. Hä, jetzt geht das eigentlich. Ist das nur beim Wechsel so, wenn er sich irgendwo drauf fixiert hat? Oder wenn ich zu nah dran bin? Jetzt ging das schon wieder los. Wildnis betreten, das war noch hier oben. Weg da. Du auch. Wieder zur Schlange. Hab ich es irgendwie aus Versehen ausgeblendet? Ich kann jetzt hier durch, ja, aber da gehen wir jetzt einem Schlangenkackhaufen. Machenta. Ah, da hinten. Hä, warum? Warum wird das jetzt erst wieder angezeigt? Also ich merke mir jetzt einfach mal da, wo ich hin muss, damit, falls das Ding wieder verschwinden sollte, damit ich weiß, wo ich hin muss. Bei der ersten Brücke. Hin. Oh, wie schön das Licht hier reinscheint. Sonnenstrahlen, Lichtquellen sind in Spielen, können was Tolles sein. Achtung, Einsatz drüber. Mit Aufsetzer und die Treppe runterrollen. Nee, dann jetzt doch. Hier gab es ja auch noch eine Menge Sammelkram.
Hier wurden wir verfolgt, ne? Oder? Ne, ist doch Gerüst. Oder? Na, egal. Das hier ist nicht die Wildnis. Doch, ist sie. Gut, dann wirklich eine ganze Folge verplempert. Man glaubt es kaum. Aber bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.